Moin Leute, was geht? Hier sind wir wieder zurück zur zweiten Aufnahme von Rollercoaster Tycoon 3. Tycoon oder Tycoon, ich bin mir da immer nie ganz sicher gewesen. Ich glaube einfach, es ist Tycoon. So, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben ja noch, wow, geil, wir haben ja bisher das erste Ziel geschafft, diese Anfängerziele. Jetzt sind wir bei den Unternehmerzielen. Besucher im Park brauchen wir jetzt 500 und der Mindestverkehrswert soll bei 60.000 liegen. Ja, ist doch 60.000, ne? Genau. Bei 60.000 liegen. Also, das, wie gesagt, das ist halt das erste Level hier. Da müssen wir jetzt nicht lange rumdiskutieren. Das kriegen wir locker hin. Ja, ich habe ein kleines Problem gehabt, sage ich mal, bei der ersten Aufnahme. Das ist eigentlich kein richtiges Problem. Es ist nur so ein, naja, es ist halt ein bisschen doof, weil mein Rechner, mein gutes Stück, das hat eine Grafikkarte drin, die unterstützt kein Full HD. Nein, die nimmt in 16:9 auf, in 1680x1050. Und genau das wurde mir halt, also wird mir hier halt ein bisschen zum Verhängnis, weil ich das Ganze natürlich in Full HD rendern möchte. Das steht außer Frage, also weil es für YouTube auch einfach am besten ist. Aber ich muss das Ganze strecken jetzt. Weil das Problem liegt ja darin, 16:9 auf 16 zu, also von 16:10 auf 16:9, da geht halt was verloren an der Seite im Grunde. Da haben wir zwei schöne Streifen an der Seite. Hier und da. Und die will ich aber nicht. Das heißt, ich muss es ein bisschen strecken. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Aber ich denke nicht. Ich denke, das geht eigentlich ganz, ganz, ganz gut. So, na dann schauen wir mal, was wir als nächstes bauen. So eine Kinderbahn. Ah, das haben wir ja alles schon alles. Ach. Topspin. Zipper. Zipper. Was ist denn der Zipper? Sowas hier. Ja, oder? Das kann man eigentlich mal bauen. Und zwar hier und da. So. Ja, heute ist übrigens Montag, Montagabend. Und ich, habe mich heute noch mal ein bisschen belesen über das gute Stück Oculus Rift. Ich war ja auf der Games Convention und da war das ja auch zum Antesten da. Ja, und ich finde, das ist echt eine super Entwicklung, wo wir da lang gehen. Ich habe von einigen gelesen, dass die halt wirklich extrem begeistert waren. Es gibt nur eine kleine Problematik in dem Sinne, weil vielen Personen momentan noch schlecht wird. Ja, und das ist jetzt nicht so gut. Das wollen nämlich die Entwickler, wollen das nämlich... Wow, ich muss hier erstmal ein bisschen... So, die Entwickler wollen das nämlich... Die arbeiten nämlich auch dran. Die haben da extra so einen Vortrag gehalten. Ist doch offen. Warum geht denn da keiner rein? Die haben extra einen Vortrag gehalten darüber, was sind die Probleme bei der ganzen Geschichte. Und das gehört halt dazu, ne? Dass halt die Leuten, die halt das spielen, vor allem halt bei diesem Eve-Spiel, glaube ich, das ist so eine Simulation, wo du im Weltraum bist und da sitzt du im Grunde in deinem Raumschiff und hast halt wirklich diese 180 Grad, dieses Blickfeld, dieses große. Und du denkst ja wirklich, du sitzt in so einem Raumschiff. Finde ich Hammer. Also finde ich wirklich eine richtig gute Entwicklung. Ja, das gute Stück. Aber... Peng. Hot Dogs. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Finde ich halt sehr, sehr gut und sehr interessant und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, momentan kostet ja so ein Developer-Kit, kostet 300 Euro, glaube ich. Dann ist man halt da in diesem Developer-Team. Man kann es halt mit antesten. Und so, ich weiß aber nicht genau, wie das dann funktioniert, ob man das wieder zurückgeben muss. Weil theoretisch ändert sich ja noch was an der Hardware und wenn man halt dieses Testgerät hat, könnte es ja sein, dass man dann nochmal
irgendwie was zurückgeben muss dann im Nachhinein. Kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich weiter beobachten werde. Es gibt auch schon einige Let's Player, die halt mit dem guten Stück schon arbeiten, ne? Also die dürfen ja schon damit spielen. So ein schiefes Haus? Nee, eigentlich nicht. Die dürfen damit ja schon spielen und nehmen ja damit schon auf. Und das ist echt eine coole Sache. Bloß, ich glaube, Let's Plays von Oculus Rift sind, glaube ich, jetzt nicht so eindrucksvoll. Allein aus dem Grunde, dass man halt nur diese beiden Bildschirme sieht. Ich weiß nicht genau, wer von euch das vielleicht schon gesehen hat. Aber man hat halt nicht so viel davon, wenn man halt nichts sieht, ne? Das ist ja das Problem. Man sieht ja nur diese beiden Bildschirme. Und ich finde das nicht so eindrucksvoll eigentlich. Ist zwar ganz nett eigentlich, aber ja, ich weiß nicht genau, ob das so wird. Oh, einen Moment. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht machen. So. Ja, so, oder? Und hier einmal. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin echt gespannt und wie teuer das gute Stück wird. Wie teuer das gute Stück wird und ob sich es überhaupt durchsetzt, so in der Gaming-Branche. Da bin ich nämlich echt ein bisschen überfragt. Ich habe ja auch es war auch auf der Gamescom, ich habe da nämlich auch eine Alternative dazu gesehen. Und zwar hat da jemand was entwickelt, womit man das Ganze, so ein Oculus Rift im Grunde, simulieren kann mit seinem Handy. Der hat da extra so eine, ja, auch so eine Brille entwickelt. Und da setzt man sein Smartphone ein. Und es soll wohl ähnlich funktionieren. Wie genau das gute Stück heißt, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich hab's vergessen. Es war auf Golem. Golem.de, da schaue ich auch öfter mal rein. Keine Musik? Ach guck mal, das habe ich eigentlich auch noch versäumt. Was nehmen wir denn mal? Nehmen. So, aber läuft hier auch Musik? Hier läuft auch keine Musik, ne? Ist ja langweilig. Oh, das ist doch entspannt. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir halt die nächste Runde anfangen, wo wir halt komplett frei anfangen können, weil da werde ich auch so Szenerien und so bauen. Da bin ich echt heiß drauf. Also ein bisschen, ja, weiß nicht, dann gibt's da eine Piratenlandschaft und dann gibt's da welche im Stile von Piraten oder Goldminen oder sowas. Das denke ich mal ganz amüsant. Eigentlich genauso wie mehr Essensstände? Ja, gleich. Wir fahren einfach mal. Wow. Oh, das war zu viel. Bitte mal den nächsten Waggon. Ah, guck mal hier. Wir fahren bekannt. Oh Mann. Jetzt bleiben wir hier stehen. Ist ja interessant. Oh, da sitzen auch schon die Leute. Na, das hier ist ein bisschen umständlich, aber wir fliegen einfach mal mit hier. Oh, und auf geht's. Das fand ich am Anfang, also als ich das Spiel neu hatte, fand ich das extrem cool. Also dieses Feature hier mit dem 3D, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Aber ich glaube, jeder, der das den zweiten Teil zum Beispiel gespielt hat, der hat sich sowas gewünscht, dass er hier so mitfahren kann. Wie so ein Bekloppter. Und ich denke, das haben die eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich find den Grafikstil eigentlich auch sehr gelungen. Ich meine, gut, das Spiel ist jetzt von 2004, glaube ich. Aber hey, es ist halt stilisiert. Und ich finde es halt, wenn man es hier auf höchsten Einstellungen spielt, ist es eigentlich immer noch sehr, sehr ansehnlich. So, noch mehr zu essen. Mann, ey, die Leute sind hungrig. Die sind hungrig. Na dann. Aber das sieht doch blöd aus, wenn ich hier mehrere Stände der gleichen Art und Weise und Sorte hier einfach nebeneinander knalle. Ich meine, da stehen hier zwei Burger nebeneinander und dann esse ich da oder esse ich da. Das ist ja nicht so wie bei McDonald's oder Burger King.
wo die dann auch direkt nebeneinander sind, was häufiger wirklich vorkommt. Kann ich eigentlich... Oh. Erik, komm, er rennt weg, er will nicht, dass ich seinen kaputt mache. Alter, wie der leuchtet. Pass mal auf. Noch so ein Mister. Der Hammer. Finde ich super. Hochflieger erfordert eine Notabschaltung. Aber das ist doch Hochflieger, oder? Wieso Notabschaltung? Hier ist doch gar nichts. Ist doch alles bestens. Tja. Keine Ahnung. So, warte mal, was wir hinten noch bauen können eigentlich. Das ist eigentlich auch nochmal gut. Zack, so eine Toilette. Hier hinten im Kaff. Direkt unter der Achterbahn. Finde ich gut. Und zwar hier. Nein. Und zwar hier hast du die schöne Anbindung. Zack. Ist doch nett. Hm? Eigentlich. Notfalls kotzen einem die Leute hier dann von... Oh, hat man gerade gehört. Notfalls kotzen einem die Leute dann halt hier hin. Apropos Kotze. Wir brauchen neue Reinigungskräfte. Zack. Reinigungskraft, du gehst bitte hier hin. Und ich hätte... Oh, Moment, Moment. Da, dein Weg wird das hier sein. Und das hier, die Leute sind... Die sind wie ich. Die sind wie ich. Dem wird leicht schlecht, vor allem bei sowas hier. Wenn ich mir das hier mal genau angucke. Tja, wo haben die eigentlich die Ballons her, frage ich mich. Ich glaube, das ist ja aus diesem Infocenter, ne? Aber haben wir überhaupt, was ist das denn? Ach nee, vom Ballonstand. Ist ja nett. Aber ich glaube, wir haben noch gar kein Infocenter. Geldautomat zum Beispiel. Guck mal, den können wir gleich hier vorne setzen. Haha, und können wir Gebühren erheben? Nee, leider nicht. Hm. Schade eigentlich. Geldautomat und eine Information. Setzen wir mal hier hin. Bei der Information kann man nämlich hier Schirme kaufen, falls es mal anfängt zu regnen. Irgendwie, was wir bisher noch nie hatten, komischerweise. Kinderschirm und eine Karte. Ja, eine Karte können wir mal auf den Euro setzen. Wir wollen ja ein bisschen Geld hier reinbringen. Stände dieser Art synchronisieren und wunderbar. Was ich jetzt hier allerdings, was ich ein bisschen blöd finde, wie ihr seht, es ist nur von einer Seite zugänglich. Die verbinden sich nicht in dem Sinne. Und da wollte ich auch nochmal ausprobieren. Warte mal, wie war denn das? Wenn ich jetzt... Doch, hier kann ich einfach so ein Plaza bauen, ne? Ja. Oh. Da ist auch einer schlecht. Wir brauchen deutlich... Alter. Wir brauchen definitiv mehr Reinigungskräfte. Noch mehr. Auch dieses Mikromanagement. Ich vergesse das manchmal ein bisschen. Ich muss mich da erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Der soll mal hier den Plaza machen. Genau. Hier so. Und das noch. Genau. Nicht gut, ich könnte jetzt noch einzeln einfärben und so, aber für den Anfang wollen wir das mal nicht machen. Wenn wir halt unser nächstes Projekt, sage ich mal, hier in diesem Spiel starten, also wo wir unseren eigenen Park bauen, so von komplett von null, wo gar nichts ist, dann machen wir das mal. Ist hier eigentlich eine Reinigungskraft eingestellt? Hoffen wir mal. Bin mir nicht ganz sicher. So, aber ich will mal ein bisschen was kontrollieren. Das habe ich nämlich noch gar nicht eröffnet. Siehst du mal. Großes Kino. Großes Kino. Und hier brauchen wir auch eine Reinigungskraft. Eieieiei. Es wird eng. Ja, da bitte einmal sauber machen. Und hier sauber machen. Und hier sauber machen. Das und hier auch. Oh, da liegt überall. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte auch bis hier vorne. Sieht man das? Ja, guck mal, das sieht man sogar. Wo die ihre Reinigung ist. Ja, guck mal, der kann bis hier machen. Kriegt er schon hin. Dann kriegt er halt eine Gehaltserhöhung oder so. Das schafft er schon. Ja, so, warte mal. Wie sieht denn das hier aus? Geldeinnahmen. Ja, ist doch ordentlich. Eigentlich die Stunde, wo ist hier die Beliebtheitsskala? 72% Popularität, finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut hier. 55% läuft noch nicht so ganz.
vielleicht ist das ein bisschen teurer. Ich mach mal auf 1,50. Das sind ja so diese Tricks, ja, wenn man hier mal ein bisschen günstiger macht, das Ganze. Also das hier läuft ja irgendwie noch gar nicht. Komisch. Dann stellen wir einfach mal hier noch einen Luftballonstand hin. Zack. Und ja, was kann man eigentlich da noch hinstellen? Und so wen hier laden. Zack. Ob man nur eine Postkarte kaufen kann, das ist so lächerlich. Aber vielleicht kommt da später noch was. Also ein bisschen mehr, ich bin mir nicht ganz sicher.